Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Command & Conquer Red Alert 2 mit mir, alle wach 1993. Ja, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben. Und zwar müssen wir jetzt hier, beziehungsweise Mission 11 erstmal stehen geblieben. Und zwar müssen wir hier erstmal 100.000 Sachen bauen, die, ja, wichtig sind, damit wir überhaupt so einen Ansatz überhaupt die Mission hier überleben. Ja, warum, weshalb, wieso, weiß ich das alles ganz einfach. Ich habe die jetzt schon sehr häufig gespielt. Ich bin nie über den ersten, ja, die ersten paar Sekunden raus drüber hinweggekommen. Und das werde ich natürlich so denn hinschneiden, dass es passt. So, zack. Siehst du, die Prismaspule kommt da unten hin. Du wirst gebaut. Zack. Zack. Ihr geht auch nochmal so hin. Da werden auf jeden Fall noch die ein oder anderen Schiffchen gebaut. Einheit bereit. So. Das hoffe ich mal, dass das so funktioniert, so ausreicht. Hier werden wir jetzt sofort das Primärgebäude ändern. Und dass das auch so dann funktioniert. So, Prisma Tower werden wir bauen. Waffenfabrik müssen wir nochmal bauen. Rein theoretisch müsste ich nochmal einen weiteren Prisma Tower bauen. Ich hoffe mal, dass ich da was hinkriege. So, ihr seid da, das passt. Sofort ein Labor, zwei davon. Ja, es ist mega hart gerade. So, ich weiß nicht, ob meins eines Ziel des da unten rafft. Man sieht, dass hier einfach mal böse, böse Leute kommen. So, und auf jeden Fall muss der Panzer da erstmal weg. Und das sollte eigentlich auch. Reparatur läuft. So, zack. Einheit bereit. Den bauen wir mal dahin. Das passt noch nicht. So, und zwar werden auch wir auch hier dann gleich stark bombardiert. Ah, und da haben wir es auch schon. Und da sind die bösen, bösen Dreadnoughts, wo wir jetzt unbedingt hin müssen. Und die wollen mir wieder meine Sachen kaputt machen. So, wir brauchen nochmal eine Patriot. Das werden wir nie im Leben hinkriegen. Recht schnell, rechtzeitig noch eine Patriot zu bauen. Und da sind nämlich weg. Scheiße. So, zack. Ihr seid immer noch ganz gut dargestellt. Wir haben eine Kaserne verloren. Ist jetzt nicht so das Problem. Waffenfabrik wird nachgebaut. So, zack. Da ist unsere Dingens gerade abgegangen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Sammler unter Beschuss. Ja. Zack. Oh, fuck. Nein, das wollte ich nicht. Das ist natürlich kacke. Gebäude verkauft. So, was brauche ich jetzt? Das brauche ich. Satellitenablink. Produktion läuft. Eigentlich wollte ich hier noch einen Erzreiniger bauen. Produktion abgeschlossen. Nur zack. Neue Bauoptionen. Dann brauchen wir erstmal das Teil. Unter Beschuss. So, wir brauchen erstmal ein paar Panzer. Erzsammler unter Beschuss. Nein, du bleibst hier. Das ist manchmal so das Problem, wenn man sagt, pass auf, verfolgt mal das Teil. Produktion abgeschlossen. Einheit verloren. Da haben wir auch sogar schon die Delfine. Sehr schön, Flugzeugträger. Davon brauchen wir nochmal drei. So, zack. Satellitenablink haben wir noch nicht, weil wir eine Air Force Base erst noch brauchen. So, zack, da haben wir den Satellitenablink. Einheit bereit. Erzsammler unter Beschuss. Ja, ja. Einheit bereit. Das ist das Problem, dass die jetzt da dran backen. Gestoppt. So. Abgebrochen. Alter, das gehen mir gerade so krass auf Nerven, ne? Erzsammler unter Beschuss. Das ist unfassbar. Befördert. So, Panzer haben wir auch am Start. Das heißt, wir müssen das Ding erstmal bauen. Werkstatt kommt dahin. Du musst sofort dahin. Alter, wenn die mir meine Erzsammler wegreißen, das ist halt so kacke. Einheit verloren. Einheit verloren.
Reparatur läuft. Einheit so, zack. Befördert. Einheit das sieht befördert. Gut aus, das sieht gut aus. Da kommen normale Leute. Vor allem, man muss jetzt hier irgendwie erstmal überhaupt was zustande bekommen. Das ist halt ein Problem. So, zack. So, ist egal. Du musst einmal so repariert werden. Vor allem ohne Moos ist halt nichts los. Das ist das Problem. Zack. Da schon wieder an. Da kommen normale Leute an. Wachbund. Können wir auf jeden Fall mal machen. Einheit bereit. Zack. Einheit verloren. Neues Ziel erhalten. Einheit verloren. Okay. Also unbedingt Feuer frei. Eine Patriot. Unbedingt eine Patriot. Alter, ich brauche unbedingt eine Patriot. So, jetzt rein. Ich hoffe mal, dass das da jetzt so ganz gut funktioniert, dass wir da gut Kohle bekommen. Produktion läuft. Ah, sieht ganz gut aus. Einheit verloren. Rein theoretisch. Rein theoretisch fällt mir da gerade was ein. Einheit befördert. Produktion abgeschlossen. So, dann kann man das nochmal nehmen. Produktion läuft. Oh Mann, Alter. Also gerade ist... Na, was heißt Überforderung? Überforderung definitiv nicht. Aber schon gerade echt krank, was hier abgeht. Vorgang nicht möglich. Gebäudeproduktion weil ich nicht so wirklich viele Möglichkeiten gerade habe, um überhaupt ein bisschen was zu machen. Produktion abgeschlossen. Weil ich bin ja mehr an irgendwas anderes bauen, als überhaupt das, was ich gerade bauen möchte. Ich kann aktuell keine Panzer bauen, weil ich alles mögliche erstmal betreiben muss. Läuft. Einheit verloren. Befördert. So. Oh Mann, ne. Ich müsste die Dingens eigentlich kaputt machen, bloß. Normalerweise würde ich, wenn ich die Dingens kaputt mache, würde es eigentlich vollkommen lang. Ja gut, hier oben ist halt RIP. Reparatur läuft. Oben ist halt RIP, das ist natürlich doof. Hier unten passt. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. Gebäude verkauft. Ja, das müssen wir halt so machen. So. Produktion läuft. Wir holen uns doch wirklich nochmal eine Air Force Base. Einheit verloren. Und wir rüsten jetzt erstmal auf mit ein paar Panzer. Das kann ja nicht sein, dass das so weitergeht. Ziel erhalten. Das Gute ist halt, wir haben jetzt 5 Erdsammler. Das ist okay. Abgeschlossen. Nicht wirklich viele, aber ist okay. Neue Bauoptionen. Training. Dann holen wir uns nochmal 2 Seals. Neues die mit hier hinkommen. Einheit bereit. Neues Ziel erhalten. So, damit wir überhaupt ein bisschen was hinkriegen. Die Seals kümmern sich um die ganzen Leute. Ich werde hier jetzt mal vorsichtig zwischenspeichern. So, und dann werden wir uns mal auf die Chronosphäre vorbereiten. Wir werden ein Kraftwerk bauen. Wir brauchen trotzdem noch viele, viele weitere Panzer. Ich baue jetzt erstmal nur Grizzly-Panzer, weil die anderen natürlich dann doch ganz schön stark sind. Beziehungsweise auch ordentlich was kosten, ne? Klar. Produktion abgeschlossen. So, Produktion Einheit abgeschlossen. Da wir Produktion jetzt auch ein bisschen läuft. Luft haben werden, werde ich auch nochmal eine zweite Waffenfabrik bauen. Einheit berichtet. Euer Zone bestätigt. Keine Ahnung, was die jedes Mal versuchen, aber ist okay. Neues Ziel erreicht. So, und da ist das Atombömpchen, das ist natürlich ein Problem für uns. Eintreffende Nachricht. Diese Botschaft geht an den untergetauchten Commander. Der doch tatsächlich weiter tanzt, obwohl das Orchester gar nicht mehr spielt. Die Zeit ist reif. Beugen Sie sich sofort der sowjetischen Oberherrschaft, Commander.
Und wenn ich ernst mache mit meinen Atombomben, dann werden sie um eine neue Chance winseln. Okay. Einheit bereit. So, die machen auf jeden Fall ihr Ding. Und das Gute ist, jetzt können wir mal unser Ding machen. Einheit verloren. Einheit befördert. Und das sieht doch mal ganz gut aus für uns. Produktion abgeschlossen. So, Chronosphäre, 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 Chronosphäre. Haben wir da noch ein bisschen Platz? Na, das Ding. Wo können wir dich denn jetzt hinbauen? Können wir da hinbauen? So. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Training. Dass wir noch ein bisschen mehr davon brauchen. Aber passt schon. So, dann können wir jetzt nämlich auch davon mal was abbauen. Dann holen wir uns mal ein paar Prismenpanzer. Euch kann man nämlich jetzt dahin mal hin postieren. Und dann kann man auch mal einen Flugzeugträger. Nehmen wir so mal die Kombination. Ich werde nochmal Einsatz speichern. Legen wir uns mal einen Adler 3 an. Okay, scheiße. Ich habe mich jetzt verspeichert, na gut, egal. So, jetzt können wir auch mal vorsichtig hier was machen. Unser Sprung ist bald fertig. Und dann kann man sich theoretisch hier vorne... Obwohl, man kann auch hier gegengehen, so. Weil theoretisch bräuchte ich da noch ein bisschen was an Kohlen. So, die müssen halt jetzt einfach Geld ausgeben. Was natürlich echt gut für uns ist. Einheit bereit. Dass die jetzt so krass ausrasten, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Okay, das laden wir nochmal. Das ist natürlich jetzt kacke. Ich hätte mal einen komplett neuen Spielstand annehmen sollen. Ich habe mich jetzt da eventuell ein bisschen verspeichert. Das ist natürlich jetzt nicht so tolle. Wir werden auf jeden Fall unsere Delfine mitnehmen. Dass wir da ein bisschen was machen können. Und so, unser Teleport ist auf jeden Fall fast fertig. So, Flugzeugträger ist am Start. Was ist jetzt gebaut? Da hinten. Oh. Primärgebäude ausgewählt. Oh, da ist das Primärgebäude. Neues Ziel erhalten. So, wir sind natürlich weiter am Dingens bauen. Training. Teleport. Wir brauchen noch ein paar Panzer. Jetzt einige haben wir. Einheit bereit. Du hast noch da, das ist gut. Bereit. So, wir müssen ja unten nur irgendwie die Atombömmchen kaputt machen, ne? Einheit bereit. Die Frage ist, wo ich mich da hinporte. Am besten hier, ne? Einheit bereit. Am besten da dann. Einheit bereit. Mit den Dingen hin. Zack. Einheit bereit. Chronosphäre bereit. Ja, Chronosphäre ist bereit. Einheit bereit. So, zack. Einheit verloren. Einheit bereit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Einheit befördert. So, du kommst fix mal hier rüber. Ja, das Ding ist Einheit auf jeden Fall befördert. Die Geschichte. Einheit bereit. Einheit verloren. Ja, dass meine Delfine jetzt gerade so extrem RIP gehen, ist natürlich ein bisschen kacke. Einheit befördert. Delfine. Produktion läuft. Ich hoffe mal, dass meine Delfine schnell genug gebaut werden. Einheit verloren.